So, bevor das Video losgeht, ja, noch eine kleine Info für euch. Wenn euch dieses Video gleich gefällt, ja, einfach ein Däumchen da lassen, einfach mal abonnieren, die Glocke klicken, ja, dann verpasst ihr auch keine Videos. Checkt auch die anderen Videos aus, ja, die gehen dann hauptsächlich ums Auto, aber macht ja nichts, ja, dafür seid ihr ja dann hier. Ihr könnt viele, viele, viele tolle Inhalte in Zukunft erwarten, ja, es ist ganz viel, was geplant ist. Und bitte nicht mittendrin abschalten, ja, es gibt ganz, ganz viele Infos in diesem Video, die sind alle so über das ganze Video verteilt, ja, das heißt, angucken lohnt sich, damit ihr auch absolut nichts verpasst, ja, und dann würde ich sagen, bis gleich mit den ganzen Infos. Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal, ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute geht es ein bisschen um das Thema YouTube und meine ersten Eindrücke, die ich so gesammelt habe über die letzten 3 Wochen, die ich euch einfach mal mitteilen möchte, einfach auch um euch näher zu bringen, wie das Ganze eigentlich hier funktioniert und was ihr mitbringen müsst, ja, um mich zu supporten oder was ihr auch selber tun könnt, um noch aktiver hier an diesem Projekt beteiligt zu sein. Ja, das wäre also super nett, wenn ihr euch das Video anschaut. Zunächst einmal war für mich natürlich die Frage, was mache ich hier auf YouTube? Ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten von dem, was man machen kann. Ja, es gibt also super viele Genres, sage ich mal, die YouTube bedient. So hätte ich zum Beispiel Vlogs machen können. Hi und willkommen zu meinem Vlog. Heute wollte ich euch mit in die Stadt nehmen, aber vorher zeige ich euch, wie ich meinen tollen Bart hier immer so schön kriege. Dann lasst uns gleich mal ab ins Badezimmer. Oder ich hätte Videos über den Hund machen können. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Hundevideo. Das ist Holly, ja, mein kleiner Mops, passend zu meinem Mopshemd, ja. Und wir gucken uns gleich mal an, was sie so den ganzen Tag macht. Und das macht Holly den ganzen Tag. Am Sofa liegen und schlafen oder doof gucken. Oder ich hätte Comedy machen können. Dach, hör mal, soll ich dir mal was erzählen, ja? Meine Alte, ne, die hatte ihre Führerscheinprüfung und dann sagt, die kann sie nicht hinter mir herfahren. Kann sie nicht und dann, wenn ich parken muss, dann stellt sie mir im Auto hinter mir und zeigt mir das. Und ich so, ja, was soll ich denn machen, ne? Soll ich den hier machen? Oder den hier machen? Ja, oder hier, oder, was soll ich denn dann machen? Sagt sie, ja, oder du nimmst mir die Parklücke weg. Oder ich hätte auch Musik machen können. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich möchte euch heute mein neues Lied präsentieren. Ich nenne es Winterauto. Ich fahre eine langsame Winterauto. Der Fiat ist so eine Krücke. Und für alle, die denken, ja, aber ein Deutscher sollte keine Videos auf Englisch machen, weil das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Für den habe ich nur folgende Info. You are fake news. Also so stand für mich die Frage im Raum, mache ich jetzt entweder was Lustiges, also Comedy, oder mache ich das, was mir am meisten liegt und was mir am besten gefällt, wofür ich schon seitdem ich so klein bin ungefähr, brenne, und zwar was mit Autos. Und das ist im Endeffekt die Nische, die ich bediene. Ja, also ich mache Videos über Autos, mit Autos, Tuning etc. pp. Natürlich nicht in einem riesigen Budget, das ist klar. Aber dennoch ist es eine Leidenschaft, die ich bediene für mich und wo ich mich immer sehr freue, wenn neue Leute dazukommen, abonnieren, kommentieren und supporten. Denn YouTube hat seit einigen Jahren, und das ist nun mal da, wo YouTube jetzt ein bisschen komplizierter geworden ist, einige Richtlinien für neue YouTuber. Und zwar zum einen die 4000 Stunden Watchtime und die 1000 Abonnenten, bevor man überhaupt die Möglichkeit hat, mit YouTube Geld zu verdienen. Also für die Leute, die sich fragen, Andreas, verdienst du damit richtig viel Kohle? Nein, ich verdiene aktuell so viel. Einfach gar nichts. Aktuell ist mein eigenes Kapital, was ich da reinstecke, ja, um eben dieses Projekt wachsen zu lassen und für euch Content zu machen. So ist natürlich dann die Frage, motiviert das überhaupt, wenn du siehst, dass pro Video vielleicht 30 Aufrufe sind? Naja gut, ich stehe noch am Anfang, ja, also nach 3 Wochen muss ich sagen, es ist ein bisschen ernüchternd, ja. Also man denkt sich am Anfang, ja, YouTube super einfach und du hast super viele Analytics und du kannst schauen, was wie funktioniert. Und genau das ist der Punkt.
wenn man sich nicht mit diesen Statistiken befasst, dann hat man ganz schnell verloren. Für mich ist natürlich dann die Frage, wie mache ich meine Videos besser? Und da bin ich auf euch angewiesen, ja, dass ihr mir sagt, was wollt ihr sehen, was wollt ihr nicht sehen in den Videos und vor allem, welche Nische soll ich vielleicht eher bedienen als die andere? Denn wenn ich mir meine Zahlen so angucke, ist Folgendes. Ich habe zwar relativ viele Klicks für die paar Abonnenten, die ich habe, aber was mir auffällt, ist, dass viele nach 2, 3, 4 oder 5 Minuten abschalten. Ja? Also es gibt bei YouTube diese Statistik, dass man schauen kann, wer wann wie abschaltet. Ja, also es heißt nicht, dass ich auf jeden einzelnen User eingehen kann und sagen, du hast aber jetzt nach 2 Minuten abgeschaltet, sondern dass ich sehe, wie viele im Durchschnitt wann abschalten. Ja, das zeige ich euch einmal hier mit dem Screenshot. Und somit ist für mich natürlich die Frage, was wollt ihr in diesen Videos nicht sehen? Ja, denn so kann ich Content für euch produzieren, der euch eher gefällt als vielleicht anderer Content. Denn YouTube-Videos produzieren ist schon nicht ohne. Also früher war es ja so, man konnte den Kanal von Anfang an mit Werbung schalten. Das geht heute ja wie gesagt nicht mehr. Ja, und so ist es halt schwieriger für jeden halt irgendwie eine Nische zu bedienen. Und deswegen ist halt dieses Miteinander umso wichtiger geworden. Was ich sagen möchte damit ist ganz einfach, YouTube ist auch 2019 nicht ohne. Also es ist wirklich extrem schwer geworden, wenn man Videos auf Deutsch macht, eine große Community anzusprechen. Weshalb es super viele kleine Gaming-Kanäle gibt etc. etc. Und die haben zwar auch ihre Daseinsberechtigung, ich sage ja auch nichts gegen die, aber das Problem ist halt, dass viele momentan auf diesen Artikel 13-Hype aufspringen und damit ihre Klicks generieren. Das möchte ich an dieser Stelle nicht, sondern ich möchte einfach nur darauf aufmerksam machen, wie es aktuell mit YouTube beschaffen ist und wie das Ganze für mich aussieht. Auch zwecks Support. Für mich ist es wichtig, dass ihr die Videos von Anfang bis Ende guckt. Wenn euch die mittendrin nicht gefallen, macht den Ton aus, lasst das Video bis zum Ende laufen und supportet mich trotzdem irgendwie. Denn für mich ist die Watchtime super wichtig, damit ich A, diese 4000 Stunden voll kriege und B, dass meine Statistik nach oben geht, sodass YouTube die Möglichkeit hat, meine Videos auf den Startseiten zu präsentieren oder eher in der Suche weiter nach oben bringt, als zum Beispiel andere Videos. Hallo Holly. Und auch das Teilen und Liken und ist super wichtig. Wenn ihr abonniert, kostet euch das A nichts. Und B, habt ihr die Möglichkeit, immer über neue Videos benachrichtigt zu werden, sofern ihr die Glocke drückt. Wenn nicht, lasst ihr mit diesem Abo einfach nur einen normalen Support da. Heißt also, dass es für mich super wichtig ist, um die 1000 Subscriber voll zu kriegen. Und für euch macht es keinen großen Unterschied. Und was ich immer sage, liken, auch das hat wieder mit der YouTube-Statistik zu tun, weil die gelikten Videos natürlich dann auch in dem YouTube-Algorithmus besser dastehen als Videos, die gar nicht geliked werden. Ja, und jetzt nochmal zum Thema Videos teilen. Ich weiß, ihr wollt euren Facebook-Freunden, Kollegen etc. vielleicht nicht übermäßig auf den Sack gehen, irgendwelche Videos zu schicken. Verstehe ich. Wenn ihr allerdings die Möglichkeit habt oder ihr wisst, zum Beispiel eure Facebook-Freunde, da sind ein paar Autobegeisterte dabei oder die kennen Autobegeisterte, dann teilt es doch einfach. Ich sehe auf Facebook so viel Unsinn, der jeden Tag geteilt wird, der absolut inhaltlicher, ich möchte das Wort nicht aussprechen, aber der absoluter Käse ist. Also nehmt euch die Zeit, klickt auf GarageAid bei Facebook, ja, drückt Gefällt mir und teilt ab und zu mal einen Beitrag. Ganz einfach, um die Möglichkeit zu haben, vielleicht einen eurer Freunde zu erreichen, der sagt, den Kanal finde ich cool, den möchte ich unterstützen und da möchte ich ein Teil von sein. Denn das hilft mir wiederum, besseren Content zu produzieren und mehr auf euch einzugehen. Denn wenn mir jetzt zwei Leute sagen, ja, ich möchte nur das und das sehen, ja, ich aber 20, 25, 30, 40 Abonnenten habe, die aber nichts sagen, dann ist es für mich sehr schwierig, konstruktive Kritik zu kriegen oder wirklich ein sinnvolles Feedback zu kriegen. Was auch noch ein wichtiges Thema ist, ist, wann sollen die Videos kommen? Ja, also ich habe in meinen Statistiken gesehen, dass die Aufrufe über die ersten 48 Stunden immer sehr verteilt sind, wann sich das uhrzeittechnisch bewegt. Ja, das ist für mich natürlich schwer nachzuvollziehen, wann wollt ihr die Videos sehen.
Ich habe aktuell natürlich noch keinen festen Upload-Plan. Das soll sich aber demnächst ändern, sobald ich weiß, wie viel Kapazität ich wirklich aufnehmen kann und wie viel ich und welche Videolänge ich vor allem bringen soll. Heißt also, wenn es kürzere Videos werden sollen, kann ich natürlich super viele in der Woche raushauen. Wobei ich dann auch nicht zu viele machen möchte, weil sonst wird das inhaltlich wahrscheinlich schlecht. Aber für mich ist es erstmal wichtig zu wissen, wie viel Uhr wollt ihr Videos sehen? Wolltet ihr eher mittags haben? Ja, also so, weiß nicht, 12, 15, 18 Uhr, je nachdem, wie ihr das wollt. Oder wollt ihr die eher spätabends haben? Heißt 20, 21, 22 Uhr. Da bin ich auf euren Support und euer Feedback angewiesen, einfach damit ich wirklich euch damit bedienen kann. Ja? Weil ihr als Community sollt für mich immer im Vordergrund stehen und mit euch möchte ich immer offen und ehrlich sein können. Ja? Und deswegen möchte ich euch dieses Informationsvideo hier geben und euch einfach mitteilen, dass YouTube 2019 absolut kein Spaß ist. Es gibt so viele Statistiken, die man beachten muss, über Klickraten, über Thumbnails, ja, wie die geklickt werden, was für Impressionen die geben und. Es gibt super viele englische YouTuber oder amerikanische YouTuber, die nur diese Nische bedienen, jeden Tag irgendwelche Informationen darüber rauszuhauen, wie man was wo verbessern kann. Das Problem ist, das mag zwar für die USA oder auch für englischsprachige YouTuber, mag das vielleicht sinnvoll sein, ganz einfach, weil die natürlich von der Bandbreite der Zuschauer natürlich was ganz anderes erreichen können und ganz anders arbeiten können, als zum Beispiel ich, ja, der hier vorm Rechner sitzt quasi und ein Video schneidet und sich denkt, okay, cool, ich mache Content, der jetzt für nicht so viele Leute wirklich geeignet ist und wo ich mich jedes Mal einen Ast abfreue, wenn überhaupt 20, 30, 40, 50 Klicks zusammenkommen. Ja, ganz einfach, weil natürlich die Menge an Abonnenten etc. noch relativ klein ist, aber gut, nach 3 Wochen kann man jetzt auch nicht erwarten, dass ich schon 20, 30.000 Follower habe. Das wäre natürlich super, aber ist natürlich sehr unrealistisch. Ihr seid quasi der Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Ich brauche euer Feedback, eure Hilfe, eure Unterstützung. Ja? Nicht finanziell, aber so weit, dass wir dahin kommen, dass ich finanziell mit YouTube Geld verdiene. Ja? Ganz einfach, um euch quasi ganz andere Projekte liefern zu können. Ja, denn im Endeffekt, je mehr ihr supportet, desto mehr könnt ihr auf diesem Channel sehen. Denn sobald ich, weiß nicht, 300, 400, 500 Euro im Monat hiermit verdienen sollte, wird das natürlich wieder in den Kanal investiert. Ganz einfach in Autoteile, in Autos vielleicht, in Equipment, um euch eine Qualität zu liefern, mit der ich zufrieden bin und mit der ihr zufrieden seid. Deswegen würde ich sagen, supportet fleißig, teilen, abonnieren, etc., etc., etc. Ja, auch gerne die anderen alten Videos, die könnt ihr hier oben immer sehen oder in den Playlists. Ja, und immer fleißig, fleißig, fleißig dabei sein, kommentieren und. Ganz einfach, damit sinnvolles Feedback immer da ist. Ja, da wäre ich euch super, super dankbar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ja, es soll jetzt genug Gequatsche sein. Da geht es dann dem Punto an den Kragen. Ne? Also für den kam ein neues Teil an. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!